Ja, hallo zusammen, willkommen zurück zu Polybridge. Und nach dem letzten Ergebnis quasi, ihr konntet ja einen Daumen hoch geben, wenn ihr mehr davon sehen wolltet, beziehungsweise euch der Part gefallen hat. Und es war wahnsinnig viel, was nach oben ging, und deswegen dachte ich mir, ich hau mal noch ein Part raus. Wir machen einfach die Campaign weiter und wir gucken mal, wo wir jetzt hier eigentlich sind. Ach, so viele Level sind es gar nicht, ne? 12 Stück. Okay, fangen wir mal an. Ein 18-Meter-Jump war noch offen. Genau, das war das Letzte, was war, an das ich mich erinnern konnte. Man muss quasi da einmal rüberjumpen. Okay. Und zwar mit einem Auto und einem Moped. Moped. Dann bauen wir mal irgendwie... Es gibt ja auch irgendwelche Tasten, womit man schneller bauen kann oder symmetrischer oder irgendwas anderes. Hä, das war Road? Ich will keine Road bauen. So, damit kann man... Damit Schiff kann man löschen, okay. Damit kann man das verschieben, so. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal die Road. Okay, 18 Meter Jump. Aber echt heftig. 2. So, mal angenommen, der springt jetzt so weit. Könnte man den hier eventuell auffangen. Könnte vielleicht klappen, allerdings brauche ich jetzt noch ein bisschen Unterstützung. So hält es ja nicht. Deswegen nehmen wir noch Wood. Wood. Mal gucken. Wie wir das jetzt hier stabil kriegen. Obwohl eigentlich ist diese 3 Konstruktion, ja, wenn es passt zumindest, eigentlich ganz gut. Oh ja, es kommt darüber. Aber so baut man nur mal Brücken, Leute. So baut man Brücken vielleicht. Gucken wir mal, ob das hält. Ich bin mal gespannt, was hier noch für Brücken kommen. Das wird ja immer noch weiterentwickelt, das Game. Too far away, willst du mich? Was ist mit dir los? So. Jetzt komm. Es wird halt hier nicht too far away. Vor allen Dingen ist das jetzt, sieht das sehr stabil aus hier unten. So, und hier noch. Sieht sehr, sehr merkwürdig aus, aber vielleicht hält es ja. Ich war gestern im Moviepark, da hatten die auch eine Holzachterbahn, das sah ungefähr genauso aus wie das Ding, was ich jetzt gebaut habe. Aber ich kann euch die Holzachterbahn im Moviepark nicht empfehlen, die rappelt zu sehr. Da kriege ich doch Kopfschmerzen. Too far away, warum? Egal, go. Wo ist meine Brücke? War gut. Try again. Oh, ich bin über dem Budget. Over Budget. Man muss, glaube ich, unterm Budget bleiben, ne? Komm, wir gucken mal, wie weit die überhaupt springen. Ah! Das wäre das Problem. Das könnte aber auch noch ein Problem werden. Warte mal. Mach mal ganz nah hier dran. Das reicht nicht. Das ist ja echt der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Too far away. Okay, dann machen wir was anderes. Wir machen das so. Dann haben wir ungefähr schon mal das, die Maximalreichweite. Dann nehmen wir noch die Road. Und machen das so. Ja, nein. Don't create any road. Cooler fände ich, wenn hier unten an der Leiste oder unten am Bildschirm die ganzen Sachen wäre, die man bauen kann. Oh. Das muss doch halten, oder? Hält nicht. Reicht nicht, meine ich. Okay. Ah, wir sind jetzt wieder im Budget. Was ist denn, wenn wir jetzt steiler machen? Wer baut denn eine Brücke, wo man springen muss? Jetzt mal im Ernst. So. Too far away. Müssen wir leider nur noch irgendwo Einsparungen machen. LOL! Warum? Okay, nicht schlecht. Aber der ist genau auf die Kante gefallen, ne? Warte mal. Das heißt, wenn ich den unten irgendwo auffange, den Wagen. Ich muss ja gar nicht. Ich kann es ja auch so machen. Ist vielleicht besser. Dann kann der quasi da drauf landen. So hat er noch ein bisschen mehr Flugbahn. Too far away, ey.
Wollte schon sagen, kann doch gar nicht sein. Nein. Wie alles zusammenklappt, so auf einmal. So, und. Go. Kommt, meine beiden. Warum springt das Auto denn auf das Moped drauf? Warum macht er das? Da dachte ich so, hält ja. Und dann überfährt er den, voll gut. Okay, nochmal neu. Aber ich dachte mir schon, dass es nicht so einfach bleiben wird, wie es war. Jetzt löscht das doch. Sondern ein bisschen schwieriger. Und deswegen passt das ja. Cool wäre, wenn man eigentlich so die... Obwohl, wir machen mal hier ein bisschen höher. Ich sag mal, wenn man das jetzt einmal testen könnte, ob der Sprung reicht. Und dann könnte man hergehen und alles verstärken. Aber geht ja leider nicht. So geht es nicht. Don't create any... Warum drücke ich das denn dann immer? So, pass auf. Weil wenn der hier drauf ballert, dann ist die Last eigentlich mehr so auf den... Ja. Und hier passt leider keiner mehr hin. Okay, ich versuche jetzt hier mal ein bisschen. 4000 haben wir jetzt. Ich glaube, hier muss ich nicht so eine krasse Konstruktion bauen. Glaube ich. Aber eine, die hält, wäre ganz cool. So. Ich will immer sehen, wie sich das verhält. Zum Thema hält. So. Guck mal, hier ist doch gut. Das haben wir alle in Reichweite. So. Too far away. Warum denn? Da leuchtet er doch. Okay, ich glaube, wenn wir den jetzt noch anschließen, dann sind wir safe. Machen wir den mal weg. Warte, wir nehmen jetzt Road und entfernen... Nein, entfernen den hier. Warum drücke ich denn immer den falschen Knopf? So, passt auf. Und? Hui! Hä? Das ist ja geil. Ist das seine Mitte kaputt gegangen, ne? Aber die Sprungschanze reicht, glaube ich, zum... Oh, warte. Andere Idee. Machen das so. Dann haben wir hier einigermaßen Stabilität drin. Eher nicht. Weil den bräuchten wir, glaube ich, gar nicht. Nö. Können wir hier noch eine Road dran machen? So nach oben und dann können wir hier die Holzbalken dran machen. Ja. So ist gut. Und go. Komm schon. Oh. So knapp. Aber wir kommen schon näher. Vielleicht brauche ich ja... Das ist bestimmt nur zum Verarschen, oder? Jetzt mal im Ernst, was ist denn, wenn ich das hier komplett wegbaue? Ich will ja meine ganzen Ressourcen nach da locken. Ist aber gemein hier. Nein, es ist nicht, doch es ist. Over budget! Nein! Oh, das geht nicht. Oh, das ist gut. Das war nicht gut. Ich versuche die gerade so ein bisschen zu entschlacken. Das sieht dann aus wie eine Ziehharmonika, glaube ich. Ja. Sieht gut aus. Und, Leute...
Jawohl. Hätte ich auch einfach haben können, ne? Die einen Punkte hier auf der Seite haben mich verwirrt. Okay, nächster Level. Nicht schlecht. 16 Meter Overbridge. Eine Overbridge. Oh, da ist sogar so ein rotes Ding. Ich glaube, da wird ein Schiff durchfahren. So, wir haben 16.000 zur Verfügung. Wir haben nur Wood und Road. Damit ihr Bescheid wisst. Nee. Ich möchte das mal ganz kurz anders angehen. Hier ein bisschen kürzer so. Genau, ich möchte, dass genau über dieses Ding die Brücke oder dass das die Road steht. Das hält nicht so gut. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Holz. Holz ist gut. Das ist die Frage, sollen wir das so nach oben bauen oder so nach unten bauen? Oben oder unten? Ich habe auch gesehen, man kann die auch durchs Wasser führen lassen, die Autos, ne? Ist denn egal, Hauptsache die kommen irgendwie durch. Voll gut. Mhm. Aber nachher bei Bridge-Spieler zum Beispiel wurden die Level richtig schwer. Ich weiß ja nicht, wie sich das hier noch verhält. Obwohl der letzte Level, der war, fand ich jetzt nicht so einfach. Man hätte den zwar einfacher haben können, aber da war ich ja ein bisschen dumm gewesen. Wir machen jetzt erstmal hier so eine Dreiecksbrücke. So mit ganz vielen Verstrebungen. Schauen wir mal, ob es hält. Jetzt haben wir schon 8000. Too far away. So, und hier noch. Ich glaube, das Teil. Der Teil hält auf jeden Fall. Das war verdammt knapp hier an der Stelle, ne? Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier bauen. Nur wie bauen wir das am besten? Sehr gut, so hält sie richtig gut. Aber ich kann doch auch... Warte, wir haben noch 11.000. Was ist denn, wenn ich hier oben Holz mache? Ich glaube, das ist dann mehr so im Hintergrund. Dann müsste, glaube ich, auch gehen. Warum denn too far away? Oh, es hält. Okay, Schiff fährt durch. Oh, das war knapp. Und jetzt das Auto, komm. Das Auto sieht verdammt schwer aus. Easy. Nächster Level. 12 Meter Drawbridge. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Level, sofern ihr euch einen wünscht. Gebt einen Daumen nach oben. Die letzte, also letzte Mal hatten wir ja richtig viele nach oben. Also wenn euch der Part gefallen hat und ihr mehr sein wollt, Daumen nach oben. Wenn nicht, ruhig den Daumen nach unten und irgendwas reinschreiben, was ich sonst noch spielen soll. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part von vielleicht Polybridge. Tschüss!